Einer der großen Gewinner ist aufgrund der Unsicherheit der Anleger der Goldpreis. Das sieht offenbar auch Warren Buffett so, der seine Goldallokation aufgestockt hat. Heute bei mir Martin Siegel, Geschäftsführer und Fondsmanager der Stabilitas Fonds. Vielen Dank, Herr Siegel, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Gerne, danke schön. In Ihrem Pacific Gold and Metals Fonds investieren Sie ja hauptsächlich in Goldminenaktien. Ist jetzt immer noch der richtige Zeitpunkt, um in Gold und Goldminenaktien zu investieren? Also der Stabilitas Pacific investiert ausschließlich in Aktien, in Goldminenaktien vor allem, aber auch in Silberaktien, zu einem ganz kleinen Teil in Basismetallaktien. Das war auch schon mal anders, aber zurzeit sind eben die Möglichkeiten im Edelmetallsektor deutlich größer als im Basismetallbereich. Deswegen der ganz klare Schwerpunkt bei den Gold- und Silberminenaktien. Ob es der richtige Zeitpunkt ist zu investieren? Es gab viele Zeitpunkte in den letzten 20 Jahren, die viel besser waren. Meine Anleger sind seit vielen Jahren investiert und sehen jetzt eher den steigenden Preisen zu. Also es gibt eher wenige Leute, die jetzt noch nachkaufen, die jetzt einsteigen. Ganz anders ein ausgesprochener Fundamentalist, nämlich Warren Buffett, der die ganze Goldhausse, den ganzen Anstieg des Goldpreises der Goldminenaktien der letzten 20 Jahre verpasst hat und jetzt einsteigt in einen großen Standardwert, der bereits hoch bewertet ist. Eine sehr interessante Geschichte. Wenn das der Anfang ist, einer Aufwärtsbewegung, die fundamental auch noch gut begründet ist, dann haben wir allerdings noch ein sehr großes Kurspotenzial, vor allem bei den mittelgroßen und kleineren Goldminenaktien, sicherlich auch beim Goldpreis selbst. Und dann würde vieles dafür sprechen, auch jetzt noch zu investieren. Sie haben jetzt auch schon erwähnt, dass Sie neben Gold auch in andere Edelmetalle investieren. Welches der Edelmetalle hat denn in den letzten Monaten die beste Performance erzielt? Und sehen Sie trotz hoher Preise, beispielsweise eben beim Goldpreis, immer noch Wachstumschancen für die Zukunft? Also so, je nachdem, welchen Zeitraum man sieht, ist das Edelmetall, was sich am allerbesten entwickelt hat, Palladium. Hier sind natürlich Bewertungen erreicht, die auf Dauer nicht haltbar sind. Natürlich kann der Preis immer weiter steigen, aber ich gehe davon aus, dass wir in den nächsten 20 Jahren Palladium auch wieder deutlich tiefer kaufen können. Die Produktion wird ausgeweitet, es wird Ersatz gefunden. Palladium wird durch Platin langfristig auch ersetzt oder eventuell auch durch andere Edelmetalle. Zuletzt hat der Silberpreis aufgeholt. Habe ich auch so erwartet. Ich war eigentlich eher davon überrascht, dass der Silberpreis so lange so weit zurückbleibt. Spricht dafür, dass die Hausse noch nicht am Ende angekommen ist, weil die spekulativer orientierten Anleger eher zum Ende der Hausse kommen. Und die investieren vorzugsweise lieber in Silber als in Gold. Also ist das Ende der Hausse demnach noch nicht erreicht. Die Übertreibungsphase haben wir auch demnach noch nicht gesehen. Aber das Ratio ist schon deutlich kleiner geworden. Das heißt, jetzt kommen die Investoren, die in Silber gehen, die spekulativeren Investoren und auch die, die in Minenaktien gehen, weil eben die Minenaktien den größeren Hebel einen Hebel auf den Goldpreis oder auch auf den Silberpreis haben, sind hier eher die spekulativer orientierten Investoren unterwegs. Im physischen Gold sind eher die Investoren, die auf langfristigen Vermögenserhalt aus sind. Ja, also wie geht's weiter? Im Normalfall ist es so, dass man ein relativ konstantes Verhältnis hat zwischen Gold- und Silbernachfrage von 3:1. Das heißt, drei Teile gehen in Gold, ein Teil in Silber. Da der Gold- und der Silbermarkt aber von der Neuproduktion ein Größenverhältnis hat von 10:1, das heißt, der Silbermarkt ist nur ein Zehntel so groß wie der Goldmarkt, wird der Silbermarkt bei steigenden Preisen schneller eng. Das heißt, die Preise steigen schneller. Wenn die Preise wieder fallen, wird aber dieses Material nicht mehr vom Markt aufgenommen und dann fallen die Preise auch wieder schneller. Also ich gehe davon aus, wenn wir die Hausse im Gold fortsetzen, ich sehe keinen großen Grund, warum das nicht stattfinden sollte, weil eben die Anlagealternativen fehlen, dann wird der Goldpreis weiter steigen, neue Höchstkurse erreichen, der Silberpreis aufholen mit den spekulativer orientierten Anlegern, dürfte Silber auch Gold dann überholen, jedenfalls von der Performance für die nächsten Monate oder für die nächste Zeit, in der die Hausse weitergeht. Jetzt sprechen wir ja über eine Zeit, in der die Nachhaltigkeit eine immer höhere Bedeutung in den Portfolios und in den Investments von Anlegern findet und gleichzeitig ist der Bergbau nicht unbedingt die grünste Industrie. Gibt es trotzdem die Möglichkeit, nachhaltig in diesen Sektor zu investieren?
Also die Möglichkeit, nachhaltig zu investieren, ist natürlich sehr begrenzt. Der Goldbergbau zerstört erstmal die Struktur der Landschaft. Das heißt, es werden Gruben gegraben, es werden Löcher gebohrt, es werden Abfallberge aufgetürmt. Diese mechanische Zerstörung der Landschaft, da kann man dazu stehen, wie man möchte, ist letztendlich für die Menschen hinterher unproblematisch. Es ist wie beim Kiesabbau auch, da hat man hinterher einen Baggersee, kann man vielleicht zur Freizeit sogar nutzen, zum Wassersport. Das sind Sachen, darüber kann man natürlich unterschiedlicher Meinung sein, die sehe ich nicht als so problematisch an. Jetzt haben wir noch diesen Goldabbau mit Hilfe von Quecksilber, der auch gerade von kleineren Gesellschaften, von Privatleuten und so weiter immer noch gemacht wird in manchen Gebieten, wo man eben über die entsprechende Technik nicht verfügt, das anders zu machen. Da ist es so, dass dann hinterher tatsächlich die Umwelt, auch das Wasser mit Quecksilber verseucht wird. Das sind die großen Problematiken. Natürlich gibt es in allen Ländern Ministerien, die dafür verantwortlich sind. Ich gehe davon aus, dass sie ihre Arbeit gut machen und richtig machen. Natürlich ist die Gefahr, dass auch Richtlinien nicht eingehalten werden in Entwicklungsländern, wo weniger kontrolliert wird, in denen Korruption herrscht, größer als in anderen Ländern. Das ist jetzt ein Bereich, in dem ich auch reagiere und vor allem meine Investitionsschwerpunkte in Kanada und Australien habe, weil ich mir da relativ sicher sein kann, dass in diesen Ländern, die über Jahrhunderte Bergbau betrieben haben, wo die Bevölkerung mit Bergbau gut klarkommt, ähnlich wie in Deutschland mit dem Ruhrgebiet auch mit Problematiken klarkommt, dass man ein Haus ein bisschen absagt, dass es einen Riss in der Wand gibt und so weiter. Damit leben die Menschen. Sie leben aber ja auch von den Arbeitsplätzen, die dabei entstehen. Und es sind hochbezahlte Arbeitsplätze, die auch gerne von der Bevölkerung angenommen werden. Also in diesem Bereich. Alles andere, was jetzt auch Prospekte füllt und ganz viele Seiten macht mit nachhaltigen Ansätzen, mit Energie, natürlich kann man da auch ein bisschen was mal ein paar Sonnenkollektoren aufstellen, ist aus meiner Sicht aktuell noch Greenwashing. Es hat noch nicht wirklich was mit Nachhaltigkeit zu tun. Wenn man wirklich die ganze Wirtschaft nachhaltig gestalten möchte, dann brauchen wir einen viel größeren Ansatz, zum Beispiel einen Wasserstoffansatz und so weiter, der natürlich dann irgendwann dann auch mal auf den Bergbau übertragbar sein wird, genau wie auf die Stahlindustrie auch. Die haben ja die ähnliche Problematik, dass man ein sehr energieintensives Business hat, wo man einfach nicht mit kleinen Maßnahmen große Veränderungen erreichen kann. Vielen Dank für Ihre Zeit, Ihre Einblicke und wir sind gespannt auf die Entwicklung der Edelmetalle. Dankeschön.